Hallo meine farbenblinden Freunde. Packt die Farbpalette aus. Wir machen uns daran, endlich das Telefonrätsel zu lösen und alle Farben der Spielwelt näher kennenzulernen und uns zu merken. Okay, nee, einmal versuchen wir es nochmal blind. Vielleicht haben wir Glück. Dieses Nummer, Moment. Habe ich mir hier notiert auf diesen tollen kleinen Zettel. Das war blau. Lila. Rot. Orange. Gelb. Grün. Orange. Willkommen bei Wetmys lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist heiß. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort aus. Bereit? Jupp. Frage 1. Welche Farbe haben die Bodenfliesen in Jim's Gym? Die waren blau. Frage 2. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der weiten Wüstenwildnis? Die waren rot. Frage 3. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Clefs Fell? Clef war der Hund und der war blau oder grün. Oder so ein komisches Türkis. Ich habe irgendwie Probleme mit Mischfarben, aber ich sag mal blau. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der linken Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Okay, das hatte ich mir sogar aufgeschrieben. Das war rot. Das sind Blumentöpfe. Okay, okay. Ene, Mene, Mu. Sie haben das Zeitlimit überschritten. Frage 5. Welche Farbe haben die Blumentöpfe vor dem Gebäude von Wendy? Gelb, grün, gelb, grün. Ist das grün? Frage lautet, welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Wetby weist? Der war rot. Glaube ich. Oh, wie traurig. Mist. Sie haben es verpasselt. Ja, ja, ich aber weiß. Danke, dass Sie mitgespielt haben. Okay. Dann schreiben wir in dieser Folge mal die ganzen Farben im Trickreich auf. Moin. Wütendes kleines Eichhörnchen. Die Schaltung steht im Leerlauf. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt steht sie im Elefantenlauf. Haha. Okay. Pfeil. Okay. Das kommt hier mal. Pfeil. Weg. Nee. Rot. Pfeil. Jim. Ist blau. Wieder trickreich. Lila, Mist, diesen Lila. Blumen, Topf, Lila. Okay. Was gab's noch für Fragen? Ach nee, ich muss da rein, wo es gerade leuchtet. Da. Mist.
blinkt nicht mehr. Ah! Wow. Warten gerade, bis sie leuchtet und rein. Das Halsband von... Okay, das ist grün. Er ist lila. Das Fell ist lila, okay. Okay, die prügeln sich wieder. Dann gehen wir nochmal zu Jims. Die Gym ist rot. Das Örtchen ist blau. Dumm, die dumm, dumm. Ah, das ist sehr spannend für euch gerade. Ich weiß, ich weiß. Riesen. Blau. Er ist auch blau. Wand gelb. Vielleicht braucht man das ja. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles aufgeschrieben, was halbwegs relevant sein sollte. Und dann gehen wir mal zurück. Vielleicht ist noch irgendwas in der Wüste. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, ist das jetzt eher orange oder rot? Ich würde sagen, es ist eher orange. Die Mountains. Ist hier sonst irgendwas Interessantes? Der Pfeil? Ich glaube nicht, dass der Geier sich darüber sehr freuen würde. Ist gelb. So, dann haben wir erstmal eine schöne Liste. Und mit der gehen wir zurück und telefonieren nochmal mit den Leuten von 9 Live. Oder mit Günther Jauch. Oder mit dem IBM, Apple, HP oder sonst was Support. Und da sind wir auch schon. Ran ans Telefon. Das Farbtelefon. Katze, du stößt mir gerade den Monitor um. Geh da mal weg. Und du auch. Katzen. Ihr läuft da gerade. Geh da mal weg. Danke. Okay. Das war blau. Lila. Rot. Orange. Gelb. Grün. Orange. Okay. Willkommen bei Wackmies lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist Eis. Mitmachen ist kinderlein. Kommt aufs Kind an. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der Weitwüstwildnis? Die Katze hat mir gerade meine Weihnachtsgirlande abgerupst. Und da ist leider die Zeit abgelaufen. Wieder mal. Hören Sie sich die Frage gut an.
Versuchen Sie dann ganz doll, sich für eine Antwort zu entscheiden, bevor die Zeit abläuft. Frage 1. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der Weitwüstenwildnis? Frage 2. Welche Farbe hat Jims Fell? Blau. Frage 3. Welche Farbe haben die Fischschwänze oben am Örtchen? Die sind gelb. Frage 4. Welche Farbe hat Krebs Halsband? Grün. Frage 5. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der linken Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Rot. Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Whitby weist? Rot. Danke, dass Sie bei Whitbys lustigem Ratespiel Schwarz-Weiß ist heiß mitgespielt haben. Unglücklicherweise haben Sie aber verloren. Ja, rufen Sie doch einfach später nochmal an. Wieso habe ich jetzt verloren? Das war doch alles richtig. Ruf. Blau. Lila. Rot. Orange. Gelb. Grün. Ah, fuck. Verklickt. Nee, nochmal. Also blau. Lila. Rot. Orange, gelb, grün, orange. Willkommen bei Whitbys lustigem Ratespiel Schwarz-Weiß ist heiß. Ja, ja. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort. Machen wir. Bereit? Nö. Frage 1. Okay. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Clefs Fell? Clef ist lila. Frage 2. Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Jims Gym weist? Blau, genau wie Jim. Haben die Bodenfliesen in Jims Gym. Die sind auch blau mit roten Fugen. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Gelb. Außer Weiß noch in Fauchs Fell. Fauch ist orange. Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe haben die Blumentöpfe vor dem Gebäude von Whitby? Die waren lila. Oh, wie schade. Sie haben leider nicht alle unsere Fragen richtig. Wo ist mein Problem? Aber versuchen Sie es doch bald nochmal! Wollt ihr mich verarschen? Oder ich verwechsel die Schultern des Wachmannes. Das kann gut sein.
Aber wir laufen zur Sicherheit nochmal dahin und kontrollieren mal die Liste nochmal. Rechte Schulter gelb, linke Schulter rot. Ja, ich probiere es einfach mal andersrum. Die Fliesen sind blau, er ist blau. Mountains in orange. Blumentöpfe sind lila. Und rein. Lila mit dem Halsband. Er ist orange-weiß. Oh, ich hab's so satt. Ich will dieses wunderbar sympathische Farbenrätsel lösen. Man sollte eigentlich meinen, dass so ein Farbenrätsel eigentlich hat es ja ein nicht so hohes Niveau. Das sollte relativ leicht zu knacken sein. Aber irgendwie scheint es heute so, als ob ich mit Rätseln für Dreijährige überfordert bin. Nee, sie hat kein Telefon. Okay. Blau. Lila. Rot. Orange. Gelb. Silent Green. Orange. Drückt mir die Daumen. Ja, ja. Bereit? Ja. Frage 1. Gib's mir. Welche Farbe hat Chips Fell? Blau. Frage 2. Welche Farbe haben die Fischschwänze oben am Örtchen? Gelb. Frage 3. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in V's Fell? Orange. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Okay, normal würde ich gelb sagen, aber ich sag jetzt mal rot. Das ist grün. Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Jim's Gym weist? Der ist auch blau. Na komm, komm, diesmal bitte. Herzlichen Glückwunsch! Yeah. Sie haben gewonnen! Ihren super tollen Preis, gestiftet von der Firma Wagner.
erhalten Sie genau jetzt. Coole Sache. Wo ist er denn? Ah, hüpfendes Paket. Das muss mein Gewinn sein. Meine Güte, das ist aber ein verdammt guter Lieferservice. Besser als DHL. Wackme Springbohnen. Hm? Was kann man damit machen? Wackme Springbohnen. Ja. Jetzt haben wir die. Kann ich die irgendwo einpflanzen? Scheinbar ist meine Gedankenwelt nicht. Danke, dass Sie mit Trickreich-Tours geflogen sind. Tunmäßig. Das Gebäude genug. Zu Ihrer Linken ist Jim's Gym. Ja, ist okay, haben wir schon mal gehört. Der Weg rechts führt zu Wackme. Ach was. Guck noch mal, ob ich irgendwie. Ja, ach was. Ich guck noch mal, ob ich irgendwie die Uhr reparieren kann. Wann hat der Feierabend? 6.30 Uhr. Okay. Geht das noch mal? Ach da. Wir haben die Uhr zum Laufen gebracht. Das war jetzt einfach nur Glück. Das war jetzt gar nicht geil. Sehr, sehr toll. Dieser mechanische Vogel ist in noch schlechterem Zustand als die Uhr. Oh. Glück muss man haben. Kein Verstand, sondern Glück. Das Spiel ist halt irgendwie dann doch idiotenfreundlich. Und wir können jetzt endlich aufs Scheißhaus. Huiuiui. Oh, zensierte Kunst. Toilette. Spülungsgriff. Toilettenpapier. Toilettenpapier? Mit Aufdruck? Spülen für den Sieg. Erstens, Fisch in Fischbehälter platzieren. Zweitens, Achtung, jetzt wird es spannend. Drittens, Fischbeschleuniger betätigen, um Spülvorgang einzuleiten. Viertens, auf den Fisch konzentrieren. Fünftens, Fischbeschleuniger erneut aktivieren, zwecks Rückspülung. Sechstens, gefangenen Fisch nach Werttabelle punkten. Offizielle Fischwertung. Sabine, geh nach Hause, du Loser. Hering, naja, was soll's. Scholle, mittelselten, geht schon. Pustefisch, die Mutter aller Spülfische. Gewonnen! What the fuck? Meinst du, es würde jemanden stören, wenn ich mir ein Stück abreiße? Reißen? Das ist ein ausgeklügeltes Stück einer Sportausrüstung. Als nächstes willst du die Schriftrolle der Weisheit vielleicht auch noch mit irgendwas beschmieren. Scheint, als sei die Toilette verstopft. Kein Schollenspülen mit einer verstopften Toilette. Keine Chance. Na, haben wir irgendwas? Ich wollte da nicht rausgehen. Ich wollte ins Inventar gucken. Haben wir einen Pömpel oder irgend sowas?
wir gehen mal zum Wackme und zeigen ihnen unsere Springbohnen. Vielleicht können wir ja jetzt dadurch das, wie heißt das Ding? Das Ding da halt. Den Spielautomaten bedienen. Ups. Da haben wir jetzt vorlig. Und jetzt sind wir drin. Schau nur, was ich da hab. Ich glaube, diese Wackme-Sprungbohnen beweisen doch wohl, dass ich zahlender Kunde bin. Aber ja doch, ja. Bitte, nur zu mit dem Präsentomat. Er steht Ihnen zur freien Verfügung. Boah, die Katzen demolieren wieder meine Wohnung. Leider kein Treffer am Gerät diesmal. Aber wir haben ja immer noch unseren Trostpreistreffer. Da fühlt man sich doch gleich besser. Aua. Wir haben einen Gewinner. Sie nehmen diesen herrlichen Wackme-Megamagneten mit nach Hause. Mit seinem patentierten Anti-Rutschgriff, dem leicht zugänglichen An-Ausschalter und mehr Zugkraft als ein durchschnittlicher Landtagskandidat. Das ist viel. Damit können wir wahrscheinlich das defekte Teil, das fehlende Teil des defekten Milch-Melk-Roboters aus dem Strohhaufen ziehen. Los geht's. Ja, der Hammer. Sie, mein Freund, sind der glückliche Gewinner des Wackme Ulti-Hammers. Yay. Mit seiner extra gehärteten Tropenholzoberfläche zweifellos das beste Prügelgerät der Welt. Geile Scheiße. Wir reichen Ihnen die Hand zur Gratulation, mein Freund. Oder zumindest einen Handschuh. Okay. Das war doch schon mal produktiv. Hab ich jetzt sowas, womit ich die Toilette sauber machen kann? Den Handschuh? Ach egal, wir gehen erstmal die Melkmaschine reparieren. Denn da wissen wir, dass das funktioniert. Also, wir nehmen es mal an. Magnet, Metallteile, sollte funktionieren. Aber das ist natürlich eine total krass verrückte Cartoon-Welt und da gelten die Gesetze der Physik nicht ganz so streng wie hier. Aber wir versuchen es einfach. Magnet mit Heuhaufen. Wir haben es. Aha. Wie lautet doch das Sprichwort? Es gibt mehr als einen Weg, einen Heuhaufen zu durchsuchen. Ich wäre ja für Feuer. Feuer hilft immer. Es sei denn, das Teil, nach dem du suchst, ist leicht entzündlich. War es das hier, wonach ihr gesucht habt? Oh, sie liebes, süßes Etwas. Ich bin Sie haben das fehlende Teil vom Butterer gefunden. Sie liebes, süßes Etwas? Meine Güte, ich bin so aufgeregt. Ich habe den ganzen Bauch voller Schmetterlinge. Oh, es kribbelt schon am Euter vor Spannung. Entschuldigen Sie mich kurz, Gentlemen. Oh Gott. Butter! Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Oder doch, ich weiß es. Nehmen Sie die ersten beiden Stücke, für jeden eins. Die ist ja schon Dank. Irgendwie... Wir können es gar nicht erwarten, reinzubeißen. Die hat ja schon irgendwie in etwas... ausgefallenen Fetisch. An alle Kinder, die jetzt zugucken und sich fragen, was ist ein Fetisch? Wehe, ihr googelt das. Fragt eure Eltern.
ich gar nicht hin. Erstmal zum... Moment. Zum Bäcker. Und den etwas lecker Butter geben. Du? Yippie! Vielen Dank! Vielen Dank! Keine Ursache! Keine Ursache! Ursache! Butter! Oh, vielen Dank, Freunde! Und jetzt möchte ich euch mit den Köstlichkeiten meiner Kunst vertraut machen. Oh, Freude! Hier, bitte. Ein Klumpen ganz frischer Teig. Lecker! Oh, es war so ein wunderbares Gefühl, mal wieder Teig zu machen. Meine Güte, ich bin ja so glücklich. Ich auch. Völlig und restlos glücklich. Fantastisch, erstaunlich, wunderbar glücklich. Wenn nur Reh hier wäre, um sich mit uns zu freuen. Stimmungskanone. Mann, das hat aber nicht lange gehalten. Jetzt habe ich Teig. Wozu brauche ich Teig? Keine Ahnung. Aber jetzt gehen wir erst in die Spielhalle und hauen mit unserem richtig geilen Tropenholzhammer auf den Kraftometer. Yeah, wir sind stark. Dürfte ich Ihrem Kraftometer mal einen verplecken? Klar, nur zu. Hier ist Ihr Glückshammer. Nein, danke. Ich habe meinen eigenen mitgebracht. Hey, niemand hat nichts davon gesagt, dass Sie Ihr eigenes verfluchtes Werkzeug mitbringen dürfen. Außerdem hilft Ihnen dieses sperrige Ding auch nicht weiter. Wie mein alter Papp schon immer gesagt hat. Fingerfertigkeit, du blöde, nichtsnutzige Qualle. Und immer das richtige Werkzeug benutzen, das die Aufgabe erfordert. Außerdem stinkst du wie eine faule Muschel. Ein weiser alter Herr, mein Papp. Darauf wette ich. Also schlage ich vor, Sie nehmen das Ding jetzt runter, bevor ich... Na, na, na. Immer dran denken, wir sind hier in Niedlingen. Bevor Sie sich Ihren armen, kleinen Rücken überdehnen. Oh, aber wenn Sie das Ding benutzen wollen, nur zu. Oh, Krusch, Krusch, hatten wir denn einen kleinen Unfall? Jetzt packen Sie das böse, böse Dings da lieber weg, bevor Sie sich noch wehtun. Oder mir vor Lachen alles wehtut. Mist, wir sind zu schwach. Wir brauchen eine Mitgliedschaft in Gymskim. Aber darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Denn wir haben schon wieder eine halbe Stunde aufgenommen. Außerdem ist es schon spät und Zeit für kleine Floppies ins Bettchen zu gehen. Aber Mama, ich bin noch gar nicht müde. Halt's Maul und schlaf. Also dann, bis zur nächsten Folge.